Hallo Weltentdecker, mein Name ist Tobias Suhn und in diesem Video zeige ich euch meine persönliche Top 6 Liste der besten klassischen Komponisten. Klassisch in Anführungszeichen, denn wie ihr vielleicht merken werdet, habe ich eine gewisse Vorliebe für eine Epoche, für eine Zeit, die man nicht im engeren Sinne klassisch nennen kann, aber schaut selbst. Anfang tun wir auf Platz 6 mit Ludwig van Beethoven. Das ist bestimmt auch dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt 2020 das Beethoven-Jahr haben, denn vor 250 Jahren, im Dezember 1770, wurde Ludwig van Beethoven in Bonn geboren. In Bonn war ich Anfang des Jahres sogar noch zufällig, an seinem Geburtshaus, bevor die ganze Corona-Sache angefangen hat. Ich denke mal, dass die Pandemie den Festlichkeiten rund um das Beethoven-Jubiläum durchaus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber in gewisser Weise passt das auch zu Beethoven. Denn auch Beethovens eigenes Leben war von einer großen Tragödie überschattet, nämlich seiner Taubheit, die im Laufe der Jahre immer schlimmer wurde. Und diese Tragödie, finde ich, spiegelt sich auch in seiner Musik wider, die etwas wuchtig, pathetisch, sentimentales zuweilen auch hat, ohne dabei jemals kitschig zu werden. Deshalb Platz 6 für Beethoven. Auf Platz 5 steht Georg Friedrich Händel. Eigentlich gebürtiger Deutscher aus Halle an der Saale, siedelte aber dann nach England über, wo er auch seine größten Erfolge feierte. Was ich an Händel so toll finde, ist kurz gefasst einfach seine unglaubliche barocke Pracht. Platz 4 ist in gewisser Weise ein Exot, von dem einige von euch sicherlich noch nie etwas gehört haben. François Couperin oder Couperin, keine Ahnung, wie man den französischen Namen richtig ausspricht. Ein Pariser Organist, bei dem ich auch sagen würde, was mich an ihm anspricht, ist wie bei Händel seine barocke Pracht, nur noch spezieller auf den sakralen Kontext, auf die Kirchenmusik eingeführt und vor allem auf die Orgelmusik. Aber hört selbst mal rein. Platz Nummer 3 geht an Antonio Vivaldi. Auch ein barocker Komponist, allerdings eher aus südlichen Gefilden, aus Italien, genauer gesagt Venedig. Und immer wenn ich an Vivaldi denke, denke ich auch an Venedig, denke ich an Venedig, denke ich auch an Vivaldi. Und im Gegensatz zu Couperin und Händel, die eher etwas prachtvoll Wuchtiges auch haben,
finde ich bei Vivaldi vor allem den Ausdruck von italienischer Lebensfreude und durchaus auch barocker Leichtigkeit, Beschwingtheit wieder. Deshalb Platz 3 an Antonio Vivaldi. Platz Nummer 2 geht an Johann Sebastian Bach. Über den muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen, denn er ist einer der bekanntesten und berühmtesten Komponisten der Weltgeschichte überhaupt. Neben Mozart vielleicht, der es übrigens nicht in meine Top 6 Liste geschafft hat. Was ich an Bach so faszinierend finde, ist, dass seine Musik zwei völlig verschiedene Seiten vereint. Nämlich auf der einen Seite etwas hochgradig Komplexes, fast Mathematisches, und auf der anderen Seite etwas Hochemotionales. Deswegen Platz 2 an Johann Sebastian Bach. Damit kommen wir schon zu Platz 1, dem besten Komponisten aller Zeiten, und das ist Giovanni Pierluigi da Palestrina, ein italienischer Renaissance-Komponist aus der Stadt Palestrina. Palestrina, das muss ich einschränkend vielleicht sagen, soll hier aber in gewisser Weise auch stellvertretend stehen, nämlich für alle seine Kollegen, Zeitgenossen, die in ähnlichem Stil wie er komponiert haben. Und an diesem Stil, der sich meiner Meinung nach am besten in der reinen A Cappella-Musik zu erkennen gibt, finde ich so toll, dass er einerseits auch, wie bei Bach, etwas Hochkomplexes hat, aber auch gleichzeitig etwas sphärisch-mystisches, religiöses, dabei aber niemals langweilig, sondern immer auch lebendig und beschwingt ist und kristallklar und pur einfach ist. Und dieser Umstand ist es auch, der Palestrina den Rang einräumt, die vielstimmige, die polyphone Kirchenmusik gerettet zu haben. Das ist zumindest eine Anekdote, die sich um eins seiner berühmtesten Werke rankt, die Missa Pape Marcelli, die Messe für Papst Marcellus. Der hatte beabsichtigt oder im Kopf die polyphone, also die mehrstimmige Kirchenmusik zu verbieten, weil die Kompositionen so komplex geworden waren mit der Zeit, dass man gar nicht mehr den wichtigen, heiligen Text verstehen konnte. Deswegen komponierte Palestrina für diesen Papst Marcellus seine Missa Pape Marcelli, und Marcel, der Papst, war so beeindruckt davon, dass jedes Wort so klar zu verstehen war und in dieser Komplexität aber alles wunderbar musikalisch auch zusammenpasste und die religiöse Intention der Texte wunderbar zum Ausdruck bringen konnte, so dass die Kirchenmusik dank Palestrina gerettet wurde und sich dann auch erst zu Leuten wie Bach weiterentwickeln konnte. Deswegen Platz 1 an Giovanni Pierluigi da Palestrina, der beste Komponist aller Zeiten. Natürlich würde mich jetzt auch mal interessieren, wer sind denn eigentlich eure Lieblingskomponisten? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.